Mario Kart mit 3 Leben, 3 Treffer und wir haben verloren. Können wir den Eichel Cup trotzdem gewinnen? Mit Vollgas durch Rom, 200 CCN. Das wird ultra chaotisch, aber wir sind der Aufgabe locker gewachsen. Gabi, wir nach vorne ziehen. Wir haben sogar Schutz. Niemand kann uns was anhaben. Let's go. So stelle ich mir doch den Start der Challenge vor. Sogar 2 Bananen jetzt. So muss das wirklich, also wirklich, besser kann es nicht laufen. Wir müssen nur noch unsere Fahrkünste unter Beweis stellen. Bisher finde ich ganz gut bisher. Also immer noch ganz okay. Aber ich fahre natürlich weiter, tun so, als wäre nichts passiert. Wir haben immer noch Schutz. Ja, eine Rote haben wir perfekt abgewehrt. Runde 1 geschafft. Nur noch 2 Runden vor uns. Kann auch nicht mehr lange dauern, oder? Das kriegen wir auch noch hin. Locker, locker. Na, falsche Richtung. Immer wieder, dass ich mich davon austricksen, dass die Leute noch nach rechts fahren. Ich muss einfach um den Kreisverkehr rumfahren. Da links hoch, über die Treppen. Ich habe so viel Forschung. Wenn jetzt eine blaue kommt, bin ich sowas von geliefert. Da ist eine Rakete. Das ist so ultra verwirrend, aber ultra cool an solchen Strecken. Dass wir gegen... Also gegen Leute in die Richtung fahren, als... Also die fahren uns entgegen, obwohl wir sie nicht überrundet haben. Ultra verwirrend, aber ultra cool. Die Chain-Jumps nichts davon erschrecken lassen, habe ich davor nämlich. Da habe ich einen Jumpscare gekriegt. Blitz zählt nicht. Blitz ist... Also wirklich. Gegen Blitz kann ich nichts machen, also zählt es auch nicht. Als Treffer. Also ich habe immer noch alle 3 Leben. So funktioniert die Challenge. Ich mache die Regeln. Hier ein bisschen abheben. Hoffentlich müssen wir eigentlich Schutz kriegen, wenn wir zweimal eine Box kriegen. Und... Geschafft. Jetzt geht's mit 200 CCM durch die Berge. Mit 3 Leben noch. Richtig gut bisher. Nur ob das weiter so gut geht. Wir brauchen direkt Schutz. Ja, wir haben Schutz. Let's go. Ab durch die Kanone. Wird immer wieder witzig, wie lange man da fliegt. Einfach total bescheuert, aber ultra cool. Ich habe die Strecke schon geliebt auf dem DS. Was, ein DS? Ich glaube schon. Wir kriegen den nächsten Schutz. Ich glaube, hier kann man irgendwo auch rechts rüber, über die Felsen. So ein Shortcut, aber der ist ultra schwer. Den Stein will ich ausweichen, dann fahre ich an die Wand. Zum Glück zählt es auch nicht als Schaden. Da haben wir kurz ultra getriftet. Da können wir drüber springen, aber es lohnt sich ja gar nicht. Da hätte sich vielleicht gelohnt, wenn ich da so eine Krütze zusammenfahre. Ist echt nicht so einfach in 200 CCM, aber es macht ultra Spaß. Wir müssen eigentlich ein bisschen langsamer fahren, bevor ich nämlich wieder zu weit nach vorne komme und die Blaue mir den Tag ruiniert. Oder der blitzt schon wieder, aber der zählt immer noch nicht. Ja, aber ich habe keinen Schutz mehr. Da können wir vielleicht trotzdem den Burzel weghauen. Also indirekt. Wenn jetzt Rosalina irgendwie eine Rote auf mich schießt, dann haben wir eine Banane. Wie ultra knapp. Blöder Donkey Kong hat diese Banane hier vergessen. So, jetzt schaffen wir uns den Schutz hoffentlich. Da haben wir Schutz. Die Banane weichen wir aus. Ich muss noch ein bisschen langsamer machen, bevor wir nämlich zu weit nach vorne fahren. Ey, blöder Bug. Da wirst du voll beklaut. Irgendwie so macht es halt, Manu. Das ist auch kein Schaden. Schneid es am besten raus. Schnappen wir. Schau wieder. Wie viele Blitze wollen da noch kommen? Ich würde mich gerade den Pilz schnappen und dann kommt wieder ein Blitz. Aber egal, letzte Runde, noch kein Treffer. 2 Blitze halt abgekriegt, aber die zählen ja zum Glück nicht. Schnell wieder in die Kanone, die einen richtig ernsthaft und richtig gut nach oben schießt. Was absolut Sinn. Nein, wir haben unseren Regenschirm haben wir sogar rausgeholt. Es funktioniert also schon. Nein, ein Leben verloren. 2 Leben haben wir noch. Wir sind noch in der Challenge. Wir sind noch gut dabei. 2 Leben. Es darf halt nur nicht im Schnitt so weitergehen. Dann haben wir es nämlich geschafft. Oh Gott, es will nicht an die Wand. Da haben wir ein paar Fässer kaputt gemacht. Völlig normal. Hier auf DK Mountain, da gibt es halt auch mal Fässer im Weg, den man kaputt machen muss. Oh, noch ganz kurz. Ganz knapp vom Ziel. Oh, komm, das schaffen wir. Ja, ja. Und geschafft. Mit Vollgas durch Daisys Piste. 2 Leben haben wir noch. Und ich finde die Strecke ultra schön. Da waren wir nicht durch. Wir haben nichts zum dagegen. Wir brauchen eh den Schutz. Wir hätten nichts dagegen schießen dürfen. Da hatte ich kurz einen Hirnfurz. Aber Schutz haben wir jetzt. Hirnfurz. Egal. Hauptsache, wir haben Schutz. Mehr brauche ich nicht. Da will ich unbedingt auf den Gehweg gehen. Ich finde, in Mario Kart kann man auch wirklich selten über den Gehweg fahren. Hier muss man es einfach mal ausnutzen. Sofort wieder runterfallen, weil es unmöglich ist, drauf zu bleiben. Aber das ist mir egal. Okay, okay. Nein, du! Nimm dir nicht alles weg! Da wird man voll ausgeraubt! Den Gag bringe ich jetzt noch 10 Mal, was sagt er? Nein, 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 Schutz, 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 komm! Nein! War zu langsam beim Drücken! Ich hatte sogar eine Banane, aber die war auf Platz 2. Tot! Verloren! Keine Chance! So knapp! Also, fast. Aber vielen Dank fürs Zuschauen und ihr wollt nochmal so einen Run sehen? Diesmal mit nur einem Leben, vielleicht schaffe ich es ja da. Dann klickt jetzt hier hin.